Hallo Gartenfreunde! Ende September habe ich ein bisschen Safran im Topf erworben und den dann auf meine Fensterbank gestellt. Die Pflanze ist recht flott gewachsen, hat im Oktober mehrmals geblüht und so konnte ich auch gleich die ersten Safranfäden ernten, trocknen und hoffentlich bald auch noch probieren. Ob das mit dem Safran aber auch im Garten klappt und wieso ich dafür extra diesen Lichtschacht dorthin gebracht habe, seht ihr jetzt hier exklusiv in diesem Vlog. Die Bauteile sind im Garten. Muss ich nur noch etwas Platz schaffen hier. Also ab ins Beet. Rote Rüben hat's hier noch. Wunderschön. Und Karotten. Und ihr seht, die sind tatsächlich größer geworden dieses Jahr durch meine Sandmischung hier im Boden. Ja, ist doch ganz gut. Und hier sieht man es jetzt auch ganz schön. Hier soll dann später der Safran drin wachsen. Hier gibt es noch ein bisschen Karotten zum Ernten. Das mache ich aber erst später. Denn jetzt brauche ich erstmal feinen Sand. Oh ja. Den schaufel ich jetzt auch direkt mal rein. Und dazu brauche ich dann noch Erde. Fresh from the compost. Feinster Humus. Oh, sehr schön. Das Ganze kommt dann hier dazu zum Sand. Zack. Nochmal kurz ein paar grobe Sachen raussortieren und dann schön mischen. Und schon habe ich hier ein schönes Mischungsverhältnis. Sehr, sehr sandiger Boden. So mag es nämlich der Safrankrokus. Und jetzt mache ich hier direkt mal ein paar Löcher. Da kommen nämlich gleich die Knollen rein. Ja, und der Lichtschacht drumherum, der gibt dem Ganzen natürlich den nötigen Halt. Aber macht es mir auch einfacher, das Ganze im Auge zu behalten für die nächsten Jahre. So 5 Jahre rum kann man den Safran dann gern hier an einer Stelle lassen. Der mag aber nichts anderes, darum muss man da dann schon auch immer beigehen und die ganzen Beikräuter rausziehen, die hier dann so auch wachsen werden. Ja, und diese höhere Lage, das ist jetzt der eigentliche Grund auch, warum ich das mit dem Lichtschacht mache, soll eben helfen, dass das Wasser schneller abläuft. Denn Wasser mag er gar nicht, der Krokus. Hier sieht man jetzt auch mal die Knollen. Ich hatte ja welche im Topf. Das heißt, für mich auch das erste Mal, die jetzt zu sehen. Und setze ich die mal schön hier rein. Mit dem gebührenden Abstand. Ich hoffe auch, dass es sich schön vermehren wird dann im nächsten Jahr. Bin jetzt sehr gespannt mit diesem Projekt. Und dann machen wir zu. Einfach zudrücken. Und dann nimmt Mutter Natur ihren Lauf. So. Richtige Sandkastengefühle. So, und et voilà! So, jetzt gehe ich aber doch nochmal auf die Jagd nach der Metermöhre. Irgendwo muss sie doch sein. Denn hier habe ich ja auch extra mal Sand mit reingemischt. Ihr erinnert euch an den allerersten Gartenvlog in diesem Jahr. Oh, und jetzt schaut mal. Das ist sie, würde ich sagen. Ja, das ist ja die größte Karotte überhaupt bisher bei mir. Oh. Sehr toll, dann funktioniert das ja auf jeden Fall auch, wenn man den Untergrund dementsprechend vorbereitet für Karotten. Hier nebendran ist noch so eine kleine, okay, klar. Und noch eine. Auch noch so eine kleine. Dünne. Aber immerhin, ey. Und jetzt, guck mal hier, sieht man mal den Vergleich. Oh. Das ist wirklich schön. So macht's Spaß. Jetzt schauen wir mal, wie es dem Safran hier gefällt. Hier sieht man nämlich schon, da guckt was hoch.
Und ansonsten, ja, hier sieht man das auf der Kamera, ist bestimmt unscharf. Aber da guckt auch was hoch. Ja, aber jetzt zeige ich euch lieber mal was, was man auf jeden Fall sieht. Und zwar Brokkoli. Und was für ein. Ah, das gelbe Blatt mache ich mal weg. Einfach aus ästhetischen Gründen. Und dann werde ich doch jetzt heute mal den ersten Brokkoli ernten. Der wirklich sehr schön geworden ist. Hat lange auf sich warten lassen, aber umso größer scheint jetzt die Ausbeute zu sein. Auch hier drüben seht ihr, da kommt noch was. Und auch hier sieht es sehr gut aus. Manche sind Kontra, doch ich bin Brokkoli. Eine wirklich schöne Pflanze. Auch eine sehr spezielle Pflanze irgendwie, wenn man sich die mal richtig genau anschaut. Jetzt gibt es so ein paar so hellere Stellen. Und ich versuche jetzt mal vorsichtig zu ernten. Bin mir noch ein bisschen unsicher, dass hier so abzwick, wie tief man das dann macht. Denn ich möchte die Pflanze ja nicht unnötig stressen. Die soll ja auch noch weiter wachsen. Da gibt es ja auch gute Chancen, dass noch mehr Brokkoli kommt. Also dass die weiter so, ja, Kronen entwickelt. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Ich mach's jetzt mal doch mit dem Messer. Und säg das ganze Ding ab. Na. So. Und auch hier. So sieht das dann aus. Ich bin sehr zufrieden. Bin gespannt, wenn der erste Frost kommt und dann auch der Schnee. Ja, das ist doch wirklich wie im Gartenbilderbuch. Jetzt schauen wir mal noch nach dem Winterrettich. Da werde ich jetzt auch mal ein, zwei rausnehmen. Stichprobenartig. Hier seht ihr einen. Ah, sehr gut. Schön rund. Die habe ich hier überall verteilt im Garten. Auch hier werde ich einen ziehen. Eine Winterrübe, die hier. Jawohl. So. Abschütteln. Jawohl, die sieht noch sehr schön aus. Ja, schwarzer Winterrettich. Innen ist der Rettich dann ganz normal weiß, wie man Rettich kennt. Außen allerdings schwarz und hat so eine ganz besondere Textur. Ja, was blüht denn da? Ah, Safran. Ja, so schnell geht's. Da, seht ihr es? Ging doch direkt eine Blüte auf. Allerdings sehe ich keine Narben. Die roten Safranfäden. Hier sieht man jetzt auch, wie die anderen schon so langsam rausschauen. Und dieses gewaltige Ding hier, das ist kein Safran. Ich weiß allerdings auch nicht, was es ist. Wenn ihr wisst, was das ist, bitte kommentiert es doch unter dieses Video. Hier von der Seite sieht man, hat es auch so eine ganz eigenartige Struktur. Ja, mittendrin wächst es hier. Ich lasse es jetzt mal einfach weiter wachsen. Ja, und hier sehen wir noch eine weitere Blüte. Die ist noch nicht aufgegangen, aber da ist jetzt auch mal eine Narbe drin, beziehungsweise hoffentlich auch drei Stück. Drei Stück sind es theoretisch immer. Bisher habe ich ja dann die Blüte blühen lassen und die Fäden so mit der Pinzette gezogen. Aber jetzt nehme ich die mal mit. Die kann man ja auch separat separieren. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf diesem Kanal. Heute geht's um Safran und ach, da fällt's ja schon von ganz alleine raus. Perfekt. Das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier seht ihr
3 frische Safranfäden. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, meinen Safran im Topf, den ich zu Hause ja bereits geerntet habe, jetzt doch auch hier reinzusetzen in meinen Lichtschacht. Dann ist der ganze Safran zusammen und kann sich hier schön verbreiten. Und ja, das einfach so im Topf stehen zu lassen, das macht keinen Sinn mehr. Schon ganz schön eng da drin. Dann holen wir den doch mal raus. Sehr spannend. Ja, sehr, sehr, sehr eng. Da sieht man es jetzt wunderbar, wie die Pflanze dann hochdrückt von der Knolle aus. Ja, sehr interessant. Da schon ein bisschen Erde verloren, aber das macht nichts. Ja, die Erde ist relativ gleich, also ist jetzt natürlich unabhängig voneinander gemischt worden, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich hier doch in meinem Lichtschacht ein ganz gutes Mischungsverhältnis hinbekommen habe. Ja, jetzt eine kleine Herausforderung, den jetzt so zu integrieren, dass der Platz gut ausgenutzt ist. Und erstmal auch vorsichtig reintasten, denn ich weiß nicht mehr ganz genau, wo denn noch was sein könnte. Hier scheint es ganz gut zu sein. Und vielleicht noch hier. So. Da mal rausholen. Und es irgendwie trennen, möglichst vorsichtig. Oder setze ich doch alle gemeinsam hier rein? Ja, so sitzen die jetzt eigentlich ganz gut aneinander, aber vielleicht ist er trotzdem noch jetzt eng. Ich sollte das doch nochmal teilen. Naja. Ihr seid live dabei. Jetzt trennen wir das ganze Ding nochmal hier. So. Das stecke ich gleich wieder rein. Jetzt erstmal hier die schnell rein. So. Andrücken. Die lasse ich mal so schön aneinander. Die haben ja trotzdem Platz in alle anderen Richtungen, sich noch auszubreiten. Und hier. Schön das Wurzelwerk wieder die Erde andrücken. So. Ich werde jetzt ein Auge drauf haben, wie so sich so verhält die nächsten Tage und ansonsten, wenn es dann passt, dann lasse ich das so. So finde ich es doch ganz gut. Ja. Und was das Ding ist, wie gesagt, schreibt mir gern einen Kommentar. Und da ist er auch schon, der Winter. Aber wie ihr seht, der Gelbsenf, der ist noch richtig schön grün. Und auch gelb hier an der Blüte. Ich bin gespannt, wie lange noch. Auch Himbeeren werden sicherlich noch ein paar gekommen. Allerdings drückt auch hier der Frost die Stopptaste. Man sieht es jetzt gerade ganz gut, wie der Frost so durchknallt. Hier unterm Baum, unterm Birnbaum und dem Beifuß. Da seht ihr, da ist noch relativ hell und hier ist schon alles weggefroren und da unten drunter, da ist doch noch Leben drin. Aber das geht jetzt ganz, ganz schnell. Dann kommt hier wahrscheinlich auch richtig Schnee. Der Beinwell ist jetzt auch mal hier, hat jetzt auch mal Winterschlaf eingelegt. Und da ist ja natürlich auch der Winter. Die Tage sind kurz und im Garten kehrt so langsam endgültig die Ruhe ein. Ihr seht, der Brokkoli lässt die Blätter hängen. Ein bisschen gibt es noch zum Ernten, das mache ich am Ende des Videos. Ja, überall liegt Schnee. Hier habe ich ja noch ein bisschen Wintererbse gesät. Überall im Garten verteilt, wo halt Platz war, da bin ich auch gespannt. Und hier der Safran, der steht soweit gut da, bin ich auch sehr gespannt, wie ihm die kalte Jahreszeit bekommt und auch der Schnee da so drauf liegt.
Ja, hier nochmal Blick auf den Gelbsenf. Er ist immer noch grün und blüht immer noch schön gelb. Aber ansonsten ist hier eher wieder Aussicht auf die Wintererbse dann da, mit dem nächsten, was grün wird. Dann hier der Beifuß. Der ist braun, der wird jetzt dann wahrscheinlich irgendwann auch zusammenkrachen. Hier habe ich die Wintererbse und auch zwischen dem Mais habe ich Wintererbse gesät. Die Sorte heißt Zima. Die sollte so im Juni fertig sein. Beim Beinwell herrscht auch Ruhe, keine Hummeln mehr in Sicht. Wer hätte es gedacht? Auch da bin ich gespannt, wie er nächstes Jahr dann wieder zum Leben erweckt wird. Ich werde noch ein bisschen Brokkoli ernten, soweit es eben geht. Der ist quasi schon tiefgefroren. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei euch, wenn ihr in den Gartenvlogs dabei wart. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr im kommenden Jahr wieder mit dabei seid. Bis dahin.